Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Hallo du schöner Mensch, ich grüße dich zu einer neuen Folge von Eckhard Schuschin im Herzen der Menschen Freude bereiten hier in meinem Universum. Ich bin Sven. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder zum ersten Mal dabei bist. Es würde mich ja mal interessieren, wer mir da alles so zuhört. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, mir eine Nachricht zu schreiben an info@fechnersuniversum.de oder unter der WhatsApp-Nummer 0157-339-71852, wer hier von euch eigentlich alles immer so zuhört. Ich habe zwar die Analysen und so, aber wer ihr seid, das entzieht sich mir oft. Ja, however, heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, was mich letzte Woche ziemlich beschäftigt hat. Ich bin in den letzten Monaten mal wieder nach längerer Zeit doch sehr auf dem Zahnfleisch gegangen mit meinen Themen, die so hochkamen und wirklich sehr, sehr alte Themen. Ich hatte so das Gefühl, dass ich nach ein paar Jahren, wo es mir relativ gut ging und wo viele Sachen gut funktioniert haben in meinem Leben, dass ich an einem Punkt gekommen bin, das hatte auch mit einer räumlichen Veränderung zu tun, dass ich hier mein Studio habe, mir gegönnt habe und dachte, wow, jetzt kann ich noch weiter loslegen und mich noch weiter verbreitern und in die Entfaltung gehen. Dem war in gewisser Weise nicht so, zumindest fühlte es sich nicht so an. Ich bin ehrlich gesagt, weil ich mich habe reinziehen lassen, in ganz alte Muster wieder verfallen und das hat natürlich dann zur Folge, dass es, also nicht nur bei mir, sondern bei jedem Menschen, natürlich psychisch dann irgendwie grenzwertig wird, dass der Körper in Mitleidenschaft gezogen wird, ne? Wenn das System aus dem Gleichgewicht gerät, dann merkt man das an allen Ecken und Enden. Und es gab so um den Jahreswechsel rum und auch im Spätherbst, im Winter und jetzt auch im Frühjahr gab es so Momente, wo ich wirklich ganz, ganz, ganz tief in dunkle Täler mich verlaufen habe, in die dunklen Täler meiner eigenen Seele. Und glücklicherweise helfende Seelen an meiner Seite hatte, die mich auf die eine oder andere Art wirklich unterstützt haben. Aber es gab doch Momente, wo ich mich gefühlt habe, ja, wie ich mich vielleicht vor 30, 35, 40 Jahren gefühlt habe, als ich wirklich am Tiefpunkt meiner psychischen Belastbarkeit war, nämlich in tiefen Depressionen war und das halt alles, ja, sehr exzessiv und sehr negativ ausgelebt habe, um das alles nicht zu spüren. Das war diesmal nicht der Fall. Ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen und ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult wie in den letzten Monaten. Also ich oute mich jetzt hier mal. Also das, was ich in vielen, vielen Jahren nicht an Tränen fließen lassen konnte, das floss in den letzten Monaten. Dazu kam dann noch, also im vermeintlichen Außen, dass wir gerade in unserer Synchronbranche, also wo ich in den letzten Jahren ganz gut verdient habe, dass wir die Nachwirkungen des Schauspielerstreiks in den USA doch sehr, sehr gemerkt haben, weil die haben ja ein halbes Jahr gar nichts produziert oder sogar länger, weil die Autoren schon früher in den Streik gegangen sind. Und die haben sich zwar dann Ende November geeinigt und quasi die Filmstudios, die großen Filmstudios haben die Produktion wieder aufgenommen, die Serien, die Filme. Es war einfach dort ein halbes Jahr
haben die sich solidarisch gezeigt und haben für bessere Arbeitsbedingungen sich eingesetzt und was auch richtig ist. Das Ding ist bloß, bei uns kam das zeitverzögert an, so dass zusätzlich zu wirklich ganz alten Themen aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, aus meinem frühen Erwachsenenleben, die ich auch gerade quasi in Buchform aufschreibe, um den Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, dass die einfach wissen, was meine Geschichte ist. Also ich habe mir vorgenommen, eben das, meine Geschichte aufzuschreiben, um auch Mut zu machen, dass, wenn ich das schaffe, aus wirklich schwierigen Situationen rauszukommen und aus tiefen Tälern der Seele, dass das dann jeder schaffen kann. Und dass einfach die Menschen, die zu mir kommen, die Möglichkeit haben, mich kennenzulernen, was meine Geschichte ist, auch weshalb ich angefangen habe mit der buddhistischen Praxis zum Beispiel, und warum ich heute so bin, wie ich bin, und warum es vielleicht Sinn macht, mich als Prozessbegleiter auszusuchen. So, also das kam jetzt noch dazu, dass zusätzlich zu einem sehr wackeligen psychischen und seelischen und körperlichen System das Außen immer schwieriger wurde. Also es ging nicht nur mir so, aber wir hatten alle viel, viel weniger zu tun als in den letzten Jahren, wir Synchronsprecher und Sprecherinnen. Und ich merkte so, dass wir uns alle auch so gegenseitig so ein bisschen mit unserer Panik anstecken. Und auch dort entwickelte sich über die letzten Monate so ein Klima von, wie wird das alles weitergehen? Dann kam jetzt noch das Thema mit KI dazu, ob unsere Stimmen einfach alle ausgetauscht werden und von Computern in Zukunft generiert werden, was durchaus der Fall sein kann. Ich glaube da noch nicht dran, weil ich immer noch denke, dass Computer eben keine Emotionen erzeugen können und wir Synchronsprecher, unsere Aufgabe ist es eben, die Emotion, die im Original vorhanden ist, in Worten und in Schwingungen ins Deutsche zu transportieren und zu transformieren und da eben dadurch eben den Zuschauer zu berühren. Ich glaube nicht, dass ein Computer das kann, und ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass der Zuschauer, also der Konsument, die Konsumentin, das nicht haben möchte. Und ja, aber das kam alles zusammen, diese Gemengelage, und ich bin wirklich am Boden gewesen. Und man merkt mir das oft so an der Oberfläche nicht an, aber ja, also sag ich mal, ich fühlte mich so ein bisschen wie Jesus in der Wüste, der sich von Gott verlassen fühlt. Also jetzt, um ein bisschen pathetisch zu sein oder ein Bild zu finden. Ich habe wirklich geschrien, ich habe geschimpft, ich habe im Schweiße meines Angesichts meditiert, gechantet, versucht mit meinen geistigen Helfern. Ich habe ja eigentlich ein wunderbares geistiges Helferteam um mich. Das war alles Einbahnstraße. Ich dachte, ich werde irre. Das hat mich so mürbe gemacht, dass ich nur noch ein Schatten meines Selbst war. Und so seit ein paar Wochen und auch dank der Unterstützung meiner lieben Menschen um mich herum, die gemeint sind, die wissen, von wem ich rede. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für das Halten und für das auch vor allen Dingen für das Aushalten. Ich war wirklich, ich habe mich teilweise benommen wie ein Arsch, und ich dachte so, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich war so lost mit mir und in den Verstrickungen der Welt. Dazu kam noch die äußere Situation dazu in unserer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, dass seit Monaten eine bleiernde Schwere und Dunkelheit über unserem Land und über Europa und auch der Welt lastet, ne, was mit den Kriegen zu tun hat, was mit Politik zu tun hat, was mit politischen Kräften zu tun hat, die mir teilweise extreme Angst machen, weil ich auch teilweise aus familiären Verhältnissen komme, wo bestimmte Sichtweisen gepflegt wurden auf
auf die Politik und das kam alles so zusammen, dass ich am Boden ging. Jetzt geht es langsam wieder. Ich merke, dass ich in meine Kraft zurückkomme und ich habe das Glück, dass ich das schon kenne, solche Zeiten, ne, wo man denkt, was habe ich eigentlich die letzten Jahrzehnte gemacht? Und genau diesen Punkt, der wurde letzte Woche bei mir angetickt. Und zwar hatte ich ein wunderbares Zusammenkommen mit einem kleinen Kreis, mit wunderbaren Menschen. Und ich erzählte so ein bisschen so von meinen letzten Monaten und da kamen auch wieder die Tränen hoch, weil das wünsche ich wirklich keinem, in so tiefe Löcher zu fallen, wo man das Gefühl hat, Hoffnung, was ist das? Und wo man am liebsten einfach nur noch aus dem fünften Stock springen möchte und sagen möchte, okay, dann habe ich diese wahnsinnige Anstrengung nicht mehr und auch vor allen Dingen auch meine Mitmenschen, bin ich ja eine einzige Zumutung, oder? Werdet ihr vielleicht auch kennen oder wirst du vielleicht auch kennen, wenn es dir richtig schlecht geht, wenn du dich dann selber beobachtest, dass du dann denkst, oh, was ist denn hier los? Ich bin ja wirklich eine Zumutung für meine Menschen. So, und dann kam das hoch und dann meinte eine Person in diesem Kreis, also gar nicht aus einer bösen Absicht heraus und so, und meinte so, naja, und da sieht man ja wieder, dass viele Sachen einfach auch nichts bringen. Also womit meine spirituelle Praxis gemeint war, oder zumindest habe ich das so verstanden. Und das hat mir wehgetan, weil ich natürlich auch in dem Moment oder in den letzten Monaten kein gutes Beispiel war für einen glücklichen Buddhisten. Das muss ich einfach mal sagen. ganz im Gegenteil. Ich habe mich ja selber als totaler Loser gefühlt und dass bei mir gar nichts funktioniert und dass ich quasi auch zwischenmenschlich totale Rückschritte mache und um mich schlage und gar nicht mehr Herr meiner Lage bin. Das hat mir wahnsinnig wehgetan. Und ich habe auch öfter diesen Gedanken gehabt, aber interessanterweise habe ich mir angewöhnt, und das ist der große Vorteil, darum geht es mir heute. Ja, der Titel dieser Folge heißt ja, das funktioniert ja eh alles nicht. In dem Moment hatte ich wirklich eine Eingebung und ich habe erstmal nichts gesagt. Wir waren in einem Gespräch und so, und irgendwann habe ich diesen Gedanken, naja, und viele spirituelle Praktiken funktionieren halt nicht, oder das ist eigentlich auch nur so ein Wohlfühl-Schalala, und wenn es ans Eingemachte geht, sieht man ja. Ne? Und den Gedanken, den ich dann plötzlich hatte, wirklich als Eingabe, dachte ich, okay, wenn ich jetzt in 2 Jahren praktiziere ich 30 Jahre lang oder versuche ich, das Lotus-Sutra zu praktizieren, also mein Leben auf der Grundlage einer buddhistischen Perspektive zu leben, ja, verbunden mit einer Meditation, die trotzdem ich wirklich oft an solchen Punkten auch war und durch schwierige Momente durchgegangen bin in meinem Leben, in meinem Alltag, zwischenmenschlich, karmisch, nie aufgehört habe. Also ich habe mir zwischendurch vielleicht 2-3 Tage, weil ich nicht konnte oder weil ich so einen Widerstand hatte, aber ich habe nie aufgehört, mich mit meiner Buddha-Natur zu verbinden durch das Chanten von Nam-myoho Renge-kyo. Ja, Nam heißt, ich widme mich, ich verbinde mich mit der ursprünglichen Lebensenergie, die das gesamte Universum durchdringt. Also ich aktiviere die Lebenskraft, die pure Lebenskraft und das pure Glück in meinem Leben. Also jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, was diese Praxis bewirkt, auch wenn man es manchmal monatelang nicht merkt. Ich habe damit nie aufgehört und dann war mir dieser Gedanke, die ich dann in diese Runde geben konnte, der mich total beglückt hat, weil ich dachte, okay, als ich anfing zu praktizieren, hatte ich mir geschworen, dass ich der Meister meines Lebens werden möchte. Ja, ich wusste damals mit 25 überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat oder was ich da eigentlich formuliere. Ich fand das irgendwie damals cool. Man sagte mir, wenn man also diese Schriftrolle, den Gehonsan empfängt, wo das Lotus-Sutra quasi aufgeschrieben ist, wo Nam-myoho Renge-kyo aufgeschrieben ist, das ist eine Schriftrolle, vor der ich meditiere, morgens und abends idealerweise, meistens ist es bei mir morgens,
abends ist das eher innerlich oder zum Abschluss des Tages, dass ich noch ein paar Mal das Lotus Sutra chante. Aber ich hatte mir vorgenommen, der Meister meines Lebens zu werden. Ja. Und auch wenn ich das die letzten Monate nicht gespürt habe und mich quasi meine Schatten eine Zeit lang wirklich überrollt haben, habe ich nicht aufgehört. Und ich bin eben nicht gesprungen. Und es ist noch ganz wichtig, jahrelang habe ich mein Leben, also trotzdem ich da schon gechantet hatte, habe ich mich betäubt mit allem Möglichen, mit, also glücklicherweise war ich nie so drogenaffin, aber ich hatte schon lange, lange Zeiten, wo ich mir wirklich das quasi das Hirn betäubt habe durch Cannabis, durchs Kiffen und durch sexuelle Exzesse, durch vor mir selber weglaufen, aus Konflikten rausgehen und eben nicht klare Grenzen setzen und mir genau anzuschauen, was da eigentlich gerade Thema ist. Also ich bin oft weggerannt, weil ich einfach die Realität nicht ausgehalten habe und mir das zu viel wurde und dann habe ich mich betäubt mit allem Möglichen. Ja, man kann sich auch mit Essen betäuben, man kann sich mit Medien betäuben, man kann sich mit Arbeit betäuben, man kann sich im Außen so wunderbar betäuben und eins der Zeichen unserer Gesellschaft ist, dass genau das bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen passiert. Ich mache das mittlerweile nicht mehr. Und umso intensiver hat mich das jetzt die letzten Monate auch wirklich getroffen und bewegt, weil ich gesagt habe, ich halte meine Dunkelheit aus. Ich versuche zu atmen. Ich habe von meinem wunderbaren Freund Roman Schamow das Atmen gelernt, das achtsame Atmen vor einigen Jahren. Das hat mich wirklich gerettet. Ich habe immer versucht, weiter zu lesen in den spirituellen Texten, ganz unterschiedlicher Art. Also ich bin ja da ganz frei und sammle mir meine Impulse und meine Intuition zusammen. Und vor allen Dingen, ich habe trotz allem jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde das Lotus Sutra gechantet. Und jetzt kommt der Punkt. Ich sagte dann letzte Woche in diesem Gespräch, der Beweis, dass meine Praxis funktioniert und dass ich gewachsen bin, ist, dass ich weitergemacht habe bis heute und dass diese tiefen Täler, also das ist ja auch ein tiefer Reinigungsprozess. Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten Monaten bei mir was ganz, ganz anderes ansteht, weil ich nochmal ganz, ganz tief karmische Muster an die Oberfläche geholt habe, die vielleicht auch schon Inkarnationen alt sind, familiäre systemische Strukturen an die Oberfläche geholt habe und für mich eine neue Positionierung gefunden, dass mich die nicht mehr aus dem Konzept hauen. Ich habe so viel gearbeitet an mir und ich bin mittlerweile der Überzeugung, wenn ich nicht gechantet hätte, und wenn ich nicht diese 30 Jahre, diese Praxis mir zu eigen gemacht hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt. Ich wäre wahrscheinlich in einem Anflug von tiefer Verzweiflung und Depression, hätte ich mir irgendwas angetan. Das muss man einfach so klar sagen. Und das war so cool, in dem Moment zu realisieren, ich habe mich selber, und das so heißt es in den buddhistischen Schriften, es kommt nichts auf dich zu in deinem Leben, wenn du praktizierst, was du nicht auch meistern kannst. Und da sind wir wieder bei meinem Entschluss damals, als ich anfing, ich möchte der Meister meines Lebens werden. Ich habe einen ganz, ganz tiefen Reinigungsprozess, der dauerte über ein halbes Jahr, gemeistert und gehe gerade noch etwas wackelig daraus hervor, aber ich habe das überlebt und ich merke ganz klar, ich bin viel, viel klarer als noch vor einem halben Jahr. Ich merke, dass meine Kräfte zurückkommen. Ich merke, dass ich im Umgang mit anderen Menschen zumindest versuche, immer klarer zu werden, immer geradliniger, auch was ich anderen Menschen überstülpe, ja, wo ich denke, die sind für mein Glück verantwortlich. Ich hole alles zu mir zurück und das ist für mich, auch wenn es zwischendurch nicht so aussieht, der beste Beweis dafür, wie wichtig es ist, dass man sich ein Werkzeug zulegt, um die Schwierigkeiten des Lebens da durchzugehen und zu meistern im Idealfall. Ja, das wollte ich heute mit euch teilen, weil
Das ist eins meiner Schwerpunkte in meinem Coaching. Also es geht gar nicht darum, dass, also gerade in meinem Phoenix-Potenzial-Coaching, in meinem Lebenshaltungs-Coaching, es geht gar nicht darum, dass jeder Buddhist werden soll. Null. Also ich habe mich über die letzten 30, 40 Jahre, ich bin schon mit 15, hatte ich eine Jesus-Erfahrung, die bis heute anhält. Jesus ist einer meiner geistigen Führer. Ich studiere immer wieder in der christlichen Literatur, in der christlichen Mystik, um das Wesen dieser Religion besser zu verstehen. Ich habe mich viel mit Hinduismus beschäftigt, viel mit Mantren, ich habe mich viel mit Psychologie beschäftigt. Und das Wesen meines Phoenix-Potenzial-Coachings besteht darin, mit meinem Klienten, mit meiner Klientin genau das rauszufinden, was sie bzw. was er braucht, um immer wieder sozusagen zu sich selbst zu kommen, eine innere Stabilität, einen inneren Anker zu finden. Und ob das aus dem muslimischen Bereich ist, ne, wenn jemand dem Islam zugehört und aus dieser Kultur kommt und diese Religion toll findet, wenn jemand aus dem Christentum kommt, aus dem Buddhismus oder gar keinen spirituellen Zugang zu sich und zu der Welt hat, dann gucke ich ganz, ganz sacht mit meinen Klienten: Was finden wir für dich? Verbunden mit der schamanischen Arbeit, die immer vorangeht, dass ich erstmal gucke, ist das System vollständig in Ordnung oder ist es löchrig? Hat es sozusagen Anhaftungen von dunklen Kräften, von dunklen Energien? Das ist schon ziemlich abgefahren, was ich da anbiete. Und ich weiß jetzt noch einmal mehr, was es für einen Wert hat, so solche Werkzeuge zur Hand zu haben. Ja, und vor allen Dingen nicht, wenn es schwierig wird oder wenn es anstrengend wird, dass man dann sagt, ach, das funktioniert sowieso nicht, ich probiere jetzt das mal aus und dann 5 Wochen später merkt man, dass man an eine Grenze kommt oder dass es auch anstrengend wird. Also eine spirituelle Praxis, egal welcher Art, ist anstrengend, ist richtig anstrengend, aber es lohnt sich. Und das ist mir in den letzten Tagen so bewusst geworden und ich habe so eine Dankbarkeit, vor allen Dingen auch mir selbst gegenüber, dass ich trotz des vielen Haderns und auch der Zumutung, die ich mir selber war und auch meinen Mitmenschen teilweise, dass ich dieses Werkzeug an der Hand habe und dass ich immer mehr mein wahres Selbst, meine Buddha-Natur, mein göttliches Selbst, nenn es, wie du es möchtest, schleife und poliere und hervorhole. Das ist wirklich abgefahren. Also dieses Bild der Lotusblume, die im Schlamm, im Sumpf wächst und schon komplett aber die Blüte ausgebildet hat, noch zu ist und sich nach oben arbeitet durch den ganzen Dreck. Sie braucht sogar den Dreck, um zu wachsen und dann an der Oberfläche aufgeht. Also, ich wollte euch das ans Herz legen, meine eigene Geschichte der letzten Monate und euch oder dir, falls du das Bedürfnis hast, eine Begleitung bei mir zu machen, dich von mir begleiten zu lassen, dir anbieten, ja, meine Hand anbieten, meine Seele, meine Erfahrung und alles das, was du vielleicht gerade benötigst, um aus deinem dunklen Tal rauszukommen. Oder nach diesen Werkzeugen zu suchen und zu finden, die du brauchst, die du dir wünschst, um an deinem inneren Juwel zu arbeiten, das hervorzuholen und in deine Meisterschaft zu kommen. Ja, in diesem Sinne danke ich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder wann immer du das auch hörst. Melde dich gerne bei mir, wenn du den Ruf verspürst, in Verbindung mit mir zu treten, dich von mir begleiten zu lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Mir macht das eine große Freude. Bei anderen Menschen fällt es mir oft viel leichter als bei mir selber. Aber dafür habe ja auch ich die Menschen und die Helfer an meiner Seite, glücklicherweise, die dann da waren und da sind für mich. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder hier in meinem Universum.